Hi Leute, das ist Sanu hier. The Division 2 hat seinen ersten Übergriff, seine erste Incursion, Paradise Lost, verlorenes Paradies. Die ist sehr, sehr gut gemacht. Ist ziemlich knackig und bedarf natürlich einiges an Kommunikation und so ein paar Sachen, auf die man achten muss, weil es mehrere verschiedene Mechaniken hat. Ich führe euch da durch, so schnell es geht. So einen kleinen Mini-Guide. Und sage euch auch gleich am Anfang nochmal, welche Builds wir benutzt haben. Und wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und jetzt geht's los. So, das Ganze, was ihr im Hintergrund seht, das ist unser Run, den wir gelaufen sind, bei dem wir es geschafft haben. Wir haben am Release-Tag versucht durchzukommen. Ich habe dann nach 6 Stunden keine Zeit mehr gehabt einfach. Und so waren wir beim Endboss. Dann einfach irgendwann lässt er die Konzentration nach. Ne? Ein Tag später sah es dann schon besser aus und dann lief es auch. Und so auch hier. Und ich habe das Ganze aufgenommen, habe die Parts rausgeschnitten, wo wir ein bisschen getüftelt haben, gemacht haben. Dass wir genau durchgehen können, auf was ihr zu achten habt und worum es genau geht und wie ihr da am besten durchkommt. Die Builds, die wir benutzt haben. Im Prinzip würde ich sagen, dass verlorenes Paradies anders als anfangs gedacht, wenn man gut aufgestellt ist, kann man das mit reinen Damage-Builds oder Damage-Hybrid-Builds, wo ein bisschen mehr Survivability mit drin ist, kann man das auch schaffen. Eine optimale Konstellation wäre wahrscheinlich 3 DPS-Spieler und ein Heil-Support-Spieler, der die Gruppe bufft und Debuffs auf Gegner verteilt mit entsprechenden Talenten. Und ja, die Builds, die wir benutzt haben, ich verlinke euch den ganzen Kram aber auch nochmal unten. Bei mir auf dem Channel, Stürmer-Builds sind sehr, sehr gut. Ich habe davon, ohne Ende gemacht. Dann habe ich das Panzer-Set von Nerd und Hane. Die haben das ein sehr geiles Heartbreaker-Set gebaut. Und das habe ich zum Beispiel beim Endboss gespielt. Und Shoot hat beim Endboss einen Support-Char gespielt von sich. Was auch ziemlich geil war, um den Gegner halt zu debuffen. Das Ganze, wenn ich die Links habe, die haue ich euch, wie gesagt, in die Videobeschreibung, dass ihr da, was die Builds angeht, schon mal wisst, was ihr gerne farmen könnt, wenn ihr da Bock habt. Ansonsten würde ich sagen, starten wir hier los. Und zwar, das hier ist der Innenhof. Wie gesagt, wir müssen das Anwesen stürmen. Ihr seht hier, brennt alles. Hier geht die Post ab. Und deswegen... Das Ganze, wichtig ist, da vorne kommen 2 Geschütze. Da. Und ihr könnt es angehen, wie ihr möchtet tatsächlich. Entweder könnt ihr rechts rumlaufen zum ersten Geschütz oder links, was ich euch empfehlen würde. Links ist irgendwie, gefühlt war es bei uns angenehmer. Und ihr kommt dann an einen Punkt, wo ihr vorne auf einen Wagen klettern müsst. Hier. Was immer. Das sollte noch langsamer spulen. So, ihr kommt hier in den Bereich links und dann könnt ihr hier links hochklettern. Müsst schauen, sobald ihr hier seid, kommt ein Dicker hier vorne raus. Den solltet ihr so schnell wie möglich platt machen. Da unten ist er. Und einer oder 2 springen halt oben hin. Und dann seht ihr, ihr könnt nur von der Position aus durch diesen kleinen Schlitz ballern, um den Geschützturm zu deaktivieren. Was hier noch von Vorteil ist, damit der Turm nicht auf euch großartig ballert, ist, wenn irgendjemand im Team einen Störimpuls mit dabei hat, ein Störgerät und oder Köder. Köder waren hier in der Phase tatsächlich auch sehr, sehr geil, weil einfach richtig gedroppt zum richtigen Zeitpunkt fokussiert sich das Geschütz nicht auf euch, sondern bleibt auf dem Köder. Und hier macht ihr das Gleiche, geht halt rechts auf den Müllwagen. Dadurch habt ihr die Position genau, die ihr braucht und könnt durch diese Lücke schießen, um das zweite Geschütz zu deaktivieren. Danach ist es nur noch, dass ihr den Bereich säubern müsst und danach geht es zum zweiten Part. So, hier lauft ihr dann rein und das hier ist Part 2 und da kommt ihr auf so einen Platz. Ihr kriegt so eine kleine Intro-Sequenz und dann fährt so ein Tanker, fährt hier mitten rein und bleibt stehen. Und diesen Tanker vor dem Haus, den müsst ihr beschützen. Es kommen gleich jede Menge Gegner. 6 Phasen sind es insgesamt. Die ersten 3 Phasen kommen die Dicken hier überall aus den Gullis raus und aus allen Richtungen.
Und die müsst ihr halt platt machen, weil die machen den größten Schaden an, an dem Tanker. Zusätzlich spawnen in den weiteren Wellen. Die Gegner werden aber nochmal hervormarkiert. Das seht ihr aber gleich nochmal. Sniper auf den Balkonen. Ja, die schießen auch von dort auf den Tanker. Das heißt, die müssen halt, die haben oberste Priorität. Die müssen so schnell wie möglich weggeballert werden. Damit die halt, ja, nicht so viel Schaden machen können an dem Tanker. Nachdem dreimal die Dicken und Sniper gespawnt sind, kommt eine Welle, da kommen ein paar Drohnen auf euch zu. Und diese Drohnen, ja, die solltet ihr auch so schnell wie möglich wegballern. Danach kommen noch zwei Phasen an, an Dicken, beziehungsweise Snipern auch. Und danach, wenn ihr das geschafft habt, das war bei uns beim ersten Mal so ein Problem. Wir haben uns gefreut, haben die ganzen Dicken weggemacht, alles war gut. Freuen uns, haben aber dann vergessen, dass vorne aus der Haupttür nochmal ein Boss rauskommt. Also ein richtiger Boss rauskommt, der nochmal extrem auf den Tanker ballert. Und der hat uns dann den Tanker unter der Nase weggeballert, während wir da gestanden haben und uns gefreut haben. War der Encounter natürlich vorbei und wir mussten das Ganze nochmal wiederholen. Ne? Das war schon sehr nice. So, hier müsst ihr noch aufpassen, überall stehen so Fässer rum, da ist Napalm drin. Und das Ganze macht auch Schaden an Gegnern, macht euch die Sache aber auch ein bisschen schwieriger, solltet ihr viel rumlaufen müssen. Und ja, wie gesagt, der Encounter hier könnt ihr auch super mit 4 DDs machen, wenn ihr eine gute Posi habt. Ansonsten, ja, mit einem Heiler würde das dann natürlich auch noch gehen. Sorry. Und oder mit einem Tank. Bei dem ersten Durchlauf habe ich einen Tank benutzt, bin hin und her und habe die Gegner gestört, die Akku versucht ein bisschen auf mich zu ziehen und mit dem Schild mich vor die Dicken gestellt, wenn die mit ihrer Gatling Gun auf den Wagen geschossen haben. So, genau, das war die dritte Phase, dann kam hier die Drohnen, die müsst halt abschießen und wie gesagt, danach nochmal zwei Phasen mit den Dicken und danach, genau, danach war es richtig, das Anwesen betreten, Tor öffnen und das haben wir halt, wie gesagt, vergessen gehabt. Dann müsst ihr hin und dann kommt halt der Boss raus und der schießt halt auch noch wie so ein Bekloppter auf den Öltanker. Deswegen den so schnell es geht fokussieren, platt machen und ja, ihr seid bereit für den nächsten Encounter. So, dann betretet ihr das Anwesen. Wie gesagt, hier ist eine Sache, es gibt so ein paar Sachen. Schaut es euch an. Hier in dem Fall habe ich das jetzt mitgenommen. Ansonsten schaut selbst ein bisschen, wenn ihr drin seid. Erkundet ein bisschen so manche Sachen, die ja, sind ganz offensichtlich. Hier, das haben wir nicht gesehen. Das habe ich die Jungs mir gesagt gehabt. Da müsst ihr, wenn ihr reinkommt, sofort und die Türe schließt. Vorher könnt ihr das Bild nicht bewegen. Hebt ihr das Bild ab und bekommt halt dort einen Schlüssel, den ihr braucht für Collectibles. So, dann rennt ihr durchs Gebäude. Hier kommt dann noch an eine Stelle, da ist oben rechts, könnt ihr, ist so ein Loch in der Decke, könnt ihr durchschießen, da ist so ein Kasten, da schießt ihr drauf, dann geht hier die Tür auf und ihr könnt entsprechend die Collectibles und die Funksprüche und sowas absahnen. Hier in der Bücherei müsst ihr an ein Buch gehen, müsst ihr drücken und dann öffnet sich die Tür, beziehungsweise das Bücherregal öffnet sich und ihr könnt hier die Wendeltreppe runtergehen, sodass ihr hier weiterkommt. Hier kommen wir zum nächsten Boss und der hat es in sich, der war sehr, sehr geil. Ihr seht, wir machen hier mal Pause. Hinten aus der Tür, da kommt der gleich raus und ihr seht, dieser Raum ist aufgeteilt in, hier ist eine Bar, da auf der Seite, hier ist eine Lounge, hier vorne ist der Eingang, hier sind wir reingekommen und hier ist die Bühne. So. Ihr seht, dass jeweils diese Wasserleitungen gehen in die entsprechenden Stellen. Sobald der Boss da rauskommt, gibt es ja, Wasserräder, an denen ihr drehen könnt. Je nachdem, an welchem ihr dreht, kommt an gewissen Positionen kommt das Wasser von oben runter. Und diese Mechanik, die braucht ihr, weil ihr müsst den Gegner mit Wasser beträufeln, sonst habt ihr keine Damage-Phase. So, sehen wir aber gleich. Pass auf.
So, in dem Fall, ihr seht, ich habe das rote Auge, ich habe die Aggro vom Boss. Das heißt, ich stelle mich schon mal hier hin. Und innen drin seht ihr jetzt, ja, ihr müsst euch das umgedreht vorstellen. Ich renne gleich wahrscheinlich eh nochmal rein. Ihr habt hinten ein Rädchen, das ist hier für den Lounge-Bereich. Dann habt ihr hier noch ein Rädchen direkt vorne, da wo er rausgekommen ist. Das ist hier für den Eingang, da wo ich jetzt stehe. Auf der rechten Seite ist für die Bühne. Und ganz rechts ist hier hinten für die Bar. Ihr müsst halt schauen, dass wenn der Boss auf euch zukommt, wenn ihr ein bisschen Zeit habt und er kommt auf euch zu, dann stellt euch hier, diese Kreise sind halt wirklich immer maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Boss auch getroffen wird, dass ihr die Damage-Phase machen könnt, wenn das Wasser von oben kommt. Das Schöne ist, wenn ihr euch ein bisschen außerhalb positioniert, so wie ich jetzt stehe, und der Boss kommt, dann macht er seine Attacke, während er definitiv in dem Kreis drin steht. Er macht dann diesen Rundumschlag. Ihr müsst aufpassen, manchmal macht er einen Schlag mit gehärtetem Schaum, aus dem könnt ihr euch auch nicht befreien und das ist definitiv ein K.O. dann für euch, weil er euch dann definitiv zu Boden schickt, egal wie viel Leben ihr habt. Das ist echt krass. In dem Fall seht ihr das, Dan steht hinten, er macht seine Attacke, er stand genau drin und dann kam das Wasser von unten und jetzt können wir Damage machen. Sobald derjenige gedreht hat und das Wasser aufgedreht hat, bekommt er als nächstes auch die Aggro. So, jetzt sind wir hier drin und dann seht ihr genau, ihr habt hier so eine kleine Anzeige auch, dass ihr seht, das Rad ist jetzt hierfür, das Rad ist jetzt für den linken Bereich, für den Lounge-Bereich und die anderen auch ähnlich. So, wenn ihr die Damage-Phase habt, ihr seht den Schaden hier, dann gibt es diese kleinen Punkte hier oben. Seht ihr das? Das sind ja, quasi Phasen vom Boss. Wenn eins davon erreicht wurde, dann könnt ihr so viel Damage machen, wie ihr wollt. Er wird sofort immun und geht in eine neue Phase über. Das heißt, ihr müsst dann das Ganze nochmal von vorn starten. Ne? Was wir definitiv empfehlen können, wenn ihr eine Damage-Phase gemacht habt, kümmert euch um die Ads. Klatscht die weg, sodass ihr da ein bisschen mehr Ruhe habt und fangt dann wieder neu an, dass ihr den Boss halt positioniert an eine bestimmte Stelle, um dann das Wasser wieder drauf tropfen zu lassen. Ihr seht es jetzt zum Beispiel, Dan ist, ja, er rennt rüber zur Bar. So, das heißt, ich renne hier vorne hin, bleib am Ventil stehen und sobald er mir sagt, dass er ihn in Position hat, drehe ich am Rad. Ich drehe immer gerne am Rad, gell? So, drehe ich am Rad, dadurch bekommt er den Debuff, können wir Damage machen und gib ihm. So, und das macht ihr halt jedes Mal so lange, bis er down ist. Ne? Von Vorteil ist hier tatsächlich auch entweder reines Damage-Bild, wenn ihr das so spielen könnt, oder ein Hybrid mit mehr Survivability. Ansonsten braucht ihr hier großartig nicht auf Builds zu achten. Ihr braucht halt Ad-Kontrolle. Der Boss ist relativ gut zu handeln. Er macht halt in jeder Phase da. Sollte hier, jetzt hat er die nächste Phase. Er macht halt die entsprechenden Bereiche kaputt und macht es, dass Napalm auf dem Boden liegt. Das wird später so sein, dass der halbe Raum mit Napalm voll ist. Da müsst ihr halt aufpassen, wo ihr den Boss hinzieht und dass ihr nicht da durchlauft, weil das gibt, das macht richtig Aua. Er macht auch noch so eine Ulti, quasi ein Area of Effect Damage. Da stellt ihr euch irgendwo hin, ihr bekommt auf jeden Fall Schaden. Aber nur schauen, dass ihr nicht direkt im offenen Feld steht. Weil sonst kann es mal sein, dass ihr gerne mal umkippt. Nachdem ihr ihn dann untergewirtschaftet habt. Ja, ihr seht schon, da brennt der komplette Encounter. Nachdem ihr fertig seid, geht ihr weiter. Und kommt dann zum letzten Encounter, zum Endboss. Und der ist auch richtig, richtig nice gemacht. Hier müsst ihr noch gleich eine Sicherung rausholen und müsst die dann wieder einsetzen. Dann ist aber alles, da kann man nicht dran vorbeilaufen. Das kann man nicht verfehlen. Das muss man auch machen, sonst kommt man nicht zum Boss. Ihr habt da halt, wie gesagt, ohne Ende Collectibles. Lasst euch da Zeit, schaut euch da ein bisschen um. So, hier genau, einfach hinterherlaufen, die Sicherung mitnehmen. So, und dann sind wir hier beim letzten Endboss und da geht es um zwei Bosse, Martinez und Johnson. Die beiden, der Kampf findet hier auf dem großen Vorplatz hier statt.
Und ihr seht Martinez und Johnson schon hinten stehen. Martinez ist die breitere und Johnson ist der dünne. Johnson hat hierbei in dem ganzen Encounter oberste Priorität. Der muss als erstes fallen, weil der hat ein paar Spielzeuge, die einem richtig, richtig nerven können. Besonders der Sniper-Turm. Die Mechanik an sich ist recht simpel. Es kommt gleich eine Heiler-Drohne, beziehungsweise eine Drohne, die jeweils den Boss beschützt, bei dem die Drohne ist. In dem Fall ist es Johnson und ihr müsst halt schauen, dass ihr die beiden auseinandergezogen bekommt, weil wer auch immer sich in der Nähe von der Drohne befindet, ist unverwundbar. Das gilt auch für normale Mobs. Wenn die in der Nähe vom Boss stehen, wenn der die Drohne hat, dann müsst ihr aufpassen. Hier, so, fangen wir an. Ihr seht auch hier wieder das obligatorische Auge. Das rote Auge ist, wenn Martinez Aggro hat auf euch. Die ist jetzt bei mir wieder umgesprungen. Und jetzt habe ich sie wieder. Und das grüne Auge ist, wenn Johnson die Aggro hat. Also wenn man von Johnson die Aggro hat. So. Hier seht ihr jetzt das, was ich gemeint habe. Wenn einer von den Bossen, der den nicht die Drohne hat, wenn ihr den anfangt runterzuballern und die erste Bubble ist erreicht, dann ruft der eine Boss nach Kit, weil er will Heilung haben und dann schickt der andere Boss die Drohne rüber. Und erst dann ist die Drohne überhaupt angreifbar. Vorher könnt ihr keinen Damage machen, ist sie unverwundbar. Das heißt, ihr habt hier nur, je nachdem, wo ihr euch die beiden Bosse hin positioniert habt, habt ihr halt eine größere Chance und viel mehr Zeit, um die Drohne platt zu schießen. Wenn ihr das gemacht habt, beginnt die eigentliche Damage-Phase. Und zwar laufen alle beide Bosse hier oben auf diesem Balkon. Und da hat, wie gesagt, hat Johnson hier oberste Priorität. Da müsst ihr euch drauf fokussieren. Da müsst ihr Damage machen. Dann fängt er nämlich an, das Geschütz zu schmeißen. Und das Sniper-Geschütz ist wirklich richtig assi. Das könnt ihr halt, wenn super mit einer EMP-Sticky oder mit einem Störgerät so ein bisschen ins Wanken bringen, damit ihr ein bisschen mehr Zeit habt, um das Ganze zu schaffen. Ne? Die Builds, die wir benutzt haben, waren Damage-Hybrid-Builds und Shoot hat sein Support-Build gespielt, um einfach ein bisschen zu heilen, um den Gegner zu debuffen. Ich habe eine Heartbreaker-Variante von Nerd und Hane. Habe ich, wie gesagt, in den Kommentaren, denn die habe ich benutzt hier bei dem Encounter, weil es halt einfach die Bonusrüstung, die hat mir hier echt den Arsch gerettet. Und wie gesagt, das Geschütz hat sofort oberste Priorität. Danach geht es auf Johnson, der repariert derweil die Drohne. Da müsst ihr so viel Damage machen wie möglich und dann beginnt halt die nächste Phase wieder. Dann muss das Ganze wieder gestartet werden. Ihr schaut, dass ihr die beiden auseinandergezogen bekommt und dass die Drohne wieder geschickt wird, damit ihr in die nächste Damage-Phase übergehen könnt. Ihr müsst auch aufpassen, hier kommen auch die ganze Zeit Mörser nach einer Damage-Phase. Die kommen direkt von Martinez und achtet halt auch auf das Geschütz. Das wird immer wieder überall hingestellt jetzt. Add-Kontrolle ist natürlich auch so eine Sache. Da solltet ihr auf jeden Fall auch drauf aufpassen. So, dann wie gesagt das Ganze so weit wieder, dass die Drohne wieder rüber geschickt wird. So, dann beginnt wieder die nächste Damage-Phase und hier dürftet ihr auch sehen, gleich dass sobald Johnson nur noch, ich glaube, zwei oder drei Bubbles, fängt er an, dass er sich hinstellt und will die Heilbox auf den Boden stellen, so wie jetzt. Genau, dann stellt er die Heilbox auf den Boden. Hier muss auch schnell weggeballert werden, weil sonst heilt er sich wirklich komplett schnell wieder hoch. Das ist, das geht richtig fix. Okay, nächste Damage-Phase wieder. Wieder das gleiche mit Kit, ne? Immer die gleiche Mechanik, dass ihr gucken müsst, dass die Drohne hin und her geschickt wird und auf dem Weg da hinten müsst ihr sie platt machen. Sobald Johnson platt ist, geht Martinez in den Enrage über und flippt dann richtig aus. Dann kommen auch die ganze Zeit Mörser. Und alles steht in Flammen hier, ihr müsst aufpassen. Da ist viel Movement gefragt, zwischendurch Damage machen und gucken. Und das kann
kann hier auch nochmal ein bisschen tricky werden. Ist aber dann nicht mehr ganz so schlimm wie der Kram davor, weil allein durch, dass der Sniper-Turm nicht mehr da ist, ihr da nicht mehr so aufpassen müsst, ist das schon mal absolut Gold wert. So, und dann ist es einfach nur runterzergen. So, und zack, wenn ihr Martinez dann besiegt habt, seid ihr mit der Incursion durch, die sehr, sehr cool ist. Habt dann, wie gesagt, muss das nochmal erwähnen, bei jedem Boss habt ihr die Chance auf die neue Exo-SMG Ouroboros, die mit einer 1%igen Chance. Und einmal die Woche habt ihr, wie bei den Raids halt, ne, durch den Reset, habt ihr eine 10%ige Chance aus der Kiste, wenn ihr die Incursion schafft. So wie jetzt auch. Und schaut euch das an, dann könnt ihr nämlich hier hinten reingehen. Und habt dann hier die Truhe und halt dort die Chance drauf. Bei uns ist es leider nicht gedroppt. Deswegen, ja, wäre schön gewesen. Aber eine Exo scheint irgendwie immer drin zu sein. Das auf jeden Fall. Weiß nicht, wie das denn aussieht, ob man dann zwei bekommt auf einmal. Aber, ja. So, Leute, und das war, ich hoffe, das war so schnell es geht. Immer so eine Sache. Das war mein kleiner Guide zu Paradise Lost, zur verlorenen Paradies, zur Incursion. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Haut mir mal in die Kommentare, was ihr von der Incursion selbst haltet. Ob ihr sie schon gespielt habt, wie weit ihr gekommen seid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye.